Der kommt nämlich nach London und lernt da Sherlock Holmes kennen. Oh, hallo. Sie kommen gerade rechtzeitig. Ich wollte Ihnen nämlich etwas über meinen geschätzten Kollegen Sherlock Holmes erzählen. Wie Sie vielleicht aus den Zeitungen erfahren haben, ist er der berühmteste Meisterdetektiv des 19. Jahrhunderts in London. Was der schon alles erlebt hat. Aber dazu kommen wir noch. Wussten Sie, dass alles damit anfing, dass dieser Doktor aus dem Krieg kam und eine Wohnung suchte? Ein Freund teilte ihm dann mit, dass ein Bekannter von ihm genau die gleiche Anfrage am selben Tag hatte. Und schon traf Sherlock Holmes auf Dr. John Watson. Am Anfang war es doch ein bisschen schwierig. Mr. Holmes ist sehr exzentrisch. Er spielt gerne Violine und ist durchaus anders als die anderen Menschen. Beispielsweise hat er sofort erkannt, dass Watson aus Afghanistan kam, obwohl er kein Wort darüber verloren hat. Es ist die Kunst des Deduzierens. Obwohl die beiden ein eher ungleiches Paar sind, kamen sie doch sehr gut miteinander zurecht. Mal mehr und mal weniger. Und so entschloss sich Sherlock Holmes, dass John Watson sein Partner wurde. Gemeinsam lösten sie so einige Fälle wie der Daumen des Ingenieurs oder das Geheimnis um das Beryl-Diadem. Und so kam es, dass die beiden in die Geschichte eingingen. Sollten Sie mal ein Problem haben, dann rate ich Ihnen, gehen Sie nach London in die Baker Street 221B und suchen Sie Sherlock Holmes und John Watson auf. Es gab noch kein Rätsel, das die beiden nicht gelöst haben. Hallo liebe Bücherwürmer, ich hoffe, meine kleine Einlage hat euch gefallen, denn ich darf heute über ein Thema reden, das mir sehr am Herzen liegt. Sherlock Holmes. Wie ihr wisst, bin ich schon sehr lange Fan der Geschichten von Arthur Conan Doyle. Und spätestens seit der BBC-Serie Sherlock bin ich hin und weg. Jetzt gibt es aber etwas Neues von dem Meisterdetektiv und das wollte ich euch mal zeigen. Cottenrath hat nämlich zwei wunderschöne Schmuckausgaben gemacht. Ich finde, das ist nicht nur das perfekte Geschenk für Sherlock Holmes-Fans wie mich, sondern auch für Leute, die Schmuckausgaben sammeln. Da habe ich ja auch einige in meinem Regal stehen. Darin enthalten sind die Abenteuer von Holmes und Watson in zwei Bänden. Lasst uns doch mal mit dem ersten anfangen. In Band 1, Studie in Scharlachrot, ist der erste Kriminalfall von Sherlock Holmes und John Watson enthalten. Ich habe euch ja auch schon erzählt, wie es 1881 angefangen hat. Die Geschichte wird am Anfang aus der Perspektive von John Watson erzählt. Der kommt nämlich nach London und lernt da Sherlock Holmes kennen. Und dann passiert es, Holmes erhält einen Brief von Inspektor Gregson, der um Hilfe bei einem Todesfall bittet. Neben der Leiche steht an der Wand Rache und Holmes findet dazu auch noch einen Ehering. Er stellt dem Täter dann eine Falle und wie es weitergeht, müsst ihr in Studie in Scharlachrot nachlesen. Im ersten Buch enthalten ist auch das Zeichen der Vier, die zweite Geschichte. Dieses Mal suchen Watson und Holmes den Vater von Mary Morstan, der mal Offizier in Indien war. Dabei erfahren die beiden von einem Schatz aus Indien und es geschieht ein weiterer Mord. Es gibt in der Erzählung eine ziemlich heftige Verfolgungsjagd und ihr lernt auch mehr über den mysteriösen Schatz. Was ich halt besonders cool finde an der Erzählung ist, dass man mehr über John Watson lernt, denn der heiratet später ja auch Mary Morstan und die Beziehung zwischen den beiden ist einfach toll. Im ersten Band findet ihr ganz hinten übrigens auch einen Lebenslauf von Arthur Conan Doyle. Und wenn ihr weiterblättert, auch ein Glossar, denn im Text sind immer ganz viele unterschiedliche Anmerkungen und wenn man da noch ein bisschen mehr erfahren will, kann man einfach hinten im Glossar blättern. Wusstet ihr eigentlich, dass Arthur Conan Doyle mit 27 Jahren angefangen hat, Sherlock Holmes zu schreiben? Damals war er eigentlich Arzt und auch so ein bisschen als Schriftsteller tätig. Und tatsächlich dauert es auch ein bisschen, bis der Autor einen Verleger fand, denn er wurde ständig abgelehnt. Die Geschichten wurden danach so beliebt, dass Arthur Conan Doyle keinen Bock mehr auf Sherlock Holmes hatte und seine Figur sterben ließ. Was ist danach passiert? Die Fans haben sich natürlich megamäßig aufgeregt. Und dann revidierte er den Tod der Figur. Ja, schon im 19. Jahrhundert war das also ein Ding. Bevor wir jetzt aber zu Band 2 kommen, will ich euch natürlich auch noch die Besonderheiten an der Schmuckausgabe zeigen. Es heißt ja nicht umsonst Schmuckausgabe. Erst einmal, schaut euch das Cover an. London.
Und ich finde, das entführt halt direkt schon so in die Zeit von Sherlock Holmes. Wenn man dann das Buch aufschlägt, sieht man diese tolle Karte von London. Und danach das Inhaltsverzeichnis mit allen Kapiteln. Die Anfänge der Geschichte sind immer mit dieser schönen Schreibmaschine unterlegt. Und zwischendurch gibt es dann eben viele kleine Illustrationen, die zur Geschichte passen. Aber der Clou kommt jetzt, denn in jeder Ausgabe gibt es 11 Extras. Das ist im ersten Band zum Beispiel dieser Stadtplan hier von London. Den kann man ausfalten und so sieht er dann aus. Oder beispielsweise auch ein Bericht über den Krieg mit einem Bild. Ich liebe solche Extras, denn dann versinke ich einfach noch tiefer in die Story. Und gerade als Sherlock Holmes-Fan ist das natürlich mega. Auch im zweiten Band erwarten euch eine Menge Extras. Wie zum Beispiel ein Entwurf von Tower Bridge. Oder auch mein Highlight, eine Karte des Underground Railways. Und am Ende gibt es natürlich auch wieder ein Glossar, wenn ihr mehr erfahren wollt. Im zweiten Band sind aber keine langen Geschichten, sondern eher Kurzgeschichten. Einige davon kannte ich noch gar nicht, wie beispielsweise die 5 Orangenkerne. Aber was mich sehr gefreut hat, direkt am Anfang ist meine absolute Lieblingsgeschichte von Sherlock Holmes. Ein Skandal in Böhmen. Darin geht es um den König von Böhmen, der sich an den Detektiv wendet. Er will nicht, dass eine Fotografie von ihm und seiner ehemaligen Geliebten Irene Adler an die Öffentlichkeit kommt. Denn der König möchte neu heiraten. Also soll der Detektiv nun die Fotografie suchen und erforscht nach, wer diese Irene Adler ist. Als er allerdings mittendrin steckt, kann Irene ihn enttarnen. Sie ist für ihn ab diesem Zeitpunkt die Frau. Und geht damit in die Geschichte ein, denn bisher hat Sherlock Holmes noch jeden Fall geknackt. Und deswegen ist das auch mein liebster Fall, weil da lernt ihr einfach Irene kennen und die ist wahnsinnig badass. Schaut doch auch gerne mal selbst rein, wenn ihr die Abenteuer von Sherlock Holmes erkunden wollt. Ich bin ein riesiger Fan der Reihe und jetzt auch von den Schmuckausgaben. Tatsächlich sind das auch die schönsten Ausgaben, die ich von Sherlock Holmes überhaupt besitze. Und ich weiß jetzt schon, die bekommen auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz in meinem Bücherregal. Ich habe euch unten in die Infobox natürlich auch die Links zu den Büchern gepackt. Schaut da gerne mal rein. Außerdem läuft ab heute auf meinem Instagram-Kanal Librarium eine Verlosung. Da könnt ihr beide Schmuckausgaben gewinnen und einige Fanartikel zu Sherlock Holmes. Vielen, vielen Dank auch an Koppenrath, dass ich euch diese Titel vorstellen durfte. Das war's heute auch von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, aktiviert auch gerne das Glöckchen. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, kommt super gerne in mein Patreon-Team. Wir machen da einmal im Monat einen Livestream zusammen und ihr seht die Videos vor allen anderen. Ich bin Lea von Librarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Librarium. Kommt sonst in meinem Etsy-Store, auf meiner Patreon-Seite und auf meinem Blog vorbei. Von mir gibt es jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein geekiges oder buchiges Video. Oder wir sehen uns Montag im Weekly-Vlog. Bis dann und ciao. Seht die Frühe. Außerdem läuft ab heute auf. Es gibt in der Erzählung eine ziemlich heftige Verfolgungsjagd. Und natürlich, es gibt in der. Es gibt in dem. In Band 1 eine Studie in. Oder auch mein Highlight, eine Karte des Underground.